Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch zu der 7. Folge in der Reihe Kreuzlinger Persönlichkeiten. Wie ihr im Vorspann habt gesehen, steht heute der Emil Bächler im Zentrum. Wer ist der Emil Bächler? Wir sind hier im Museum Roseneck, wo ihm in der Ausstellung eine ganze Vitrine gewidmet ist. Die Ausstellung zeigt Bilder und Objekte zum Werk von Emil Bächler. Da finden sich tierische Knochen, Bilder von Steinböcken, Dokumente und Ehrenurkunden. Bücher zeigen, dass er ein Wissenschaftler für prähistorische Geschichte und für geologische Funde im Bereich Alpstein war. Die Stadt Kreuzlingen ist sehr zurückhaltend mit der Vergabe von persönlichen Namen für Strassen und Plätze. Aber an der Bergstrasse zweigt eine Emil-Bächler-Strasse ab. Am Sonnenplatz steht ein Brunnen, der ihm als Wildkirchli-Forscher gewidmet ist. Eine kleine Gruppe von Fülli lässt darauf schliessen, dass er mit dir zu tun hatte. Der Emil Bächler ist 1868 als Sohn vom Primarlehrer Johannes Bächler und seiner Frau Johanna, geborene Rüsch, in Frauenfeld geboren. Er ist Bürger von Egushofen, im heutigen Kreuzlinger Quartier. Das Geschlecht der Bächler lässt sich hier bis ins 17. Jahrhundert zurück nachweisen. Nach dem frühen Verlust vom Vater ist die Mutter mit dem Emil und seinen Geschwistern nach Egushofen in die Heimatgemeinde gezogen. Der Emil hat sich schon als Schüler früh durch eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe, rasche Auffassung und eine grosse Naturfreudigkeit ausgezeichnet. Schon in der Primarschule hat er als Hilfslehrer dürfen amtieren und den mit grosser Schüler- und Klassenanzahl überfordert Lehrer entlasten. Der Besuch der Sekundarschule hat in ihm den Wunsch geweckt, Lehrer zu werden. Ein Verwandter der Familie hat ihn aber für einen Kaufmannsberuf bestimmt. So hat er bei der Bonneteriefirma Salman und Kompanie an der Zollenstrasse in Konstanz eine dreijährige Lehrzeit angefangen, die er erfolgreich hat abgeschlossen. Aber auch nach einer Lehre hat es ihn in den Lehrerberuf gedrängt. Nach eifriger Vorbereitung hat er die Aufnahmeprüfung als Lehrerseminar bestanden. Später hat er die drei Seminarjahre 1887 bis 1890 als von den glücklichsten Zeiten von seinem Leben bezeichnet. Der Emil Bächler hat seine Ausbildung mit der Note 1 abgeschlossen, was damals das bestmögliche Resultat sein konnte. Der junge Schulmeister hat seine erste Stelle in Oberwangen Dussnang gefunden. Hier war er in seinem Element. Seine musikalisch-gesangliche Begabung hat er auch am Männerchor und am Kirchenchor zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich hat er auch den Orgeldienst in der evangelischen Kirche Dussnang übernommen. 1893 hat er das Lehramt verlassen und hat sich an der Universität eingeschrieben für ein Studium in Literatur, Geschichte, Botanik, Zoologie und Geologie. 1897 ist er Assistent am Naturhistorischen Museum St. Gallen und dort 1902 zum Konservator gewählt worden. Aufgrund von seiner hervorragenden Handschrift ist Emil Bächler an die Kantonsschule St. Gallen berufen worden, wo er im Nebenamt Kalligraphie erteilt hat. Neben seiner vollamtlichen Tätigkeit im heutigen Naturmuseum St. Gallen hat er sich zum international anerkannten Archäologe und Höhlenforscher entwickelt. Durch seine Entdeckungen in den altsteinzeitlich begangenen Höhlen vom Wildkirchli, am Drachenloch oberhalb vom Wettis und am Wildmannlisloch im Toggenburg hat er internationale Bekanntheit erlangt. Während den Ausgrabungen im Drachenloch sind Forscher auf Knochen von Höhlenbären gestossen, die in besonderen Steinkisten eingeschlossen waren. Der Emil Bächler hat den Fund als Beleg für einen Opferkultus von Steinzeitmenschen eingeschätzt. Oder Fundort als Wohnhöhle. Die Knochen hat er als Reste von einer Jagdbeute gedeutet und als Werkzeug.
Heute wird diese Deutung hinterfragt und eher abgelehnt. Bei Grabungen im Wildkirchli ist das Skelett von einem Höhlenbär gefunden worden. Es war damals der erste vollständige Skelettfund und für die Wissenschaft eine Sensation. Die Grabungsarbeiten haben sich über den Zeitraum von den Jahren 1917 bis 1927 erstreckt. Sie haben Emil Bächler auch der Erforschung der Altsteinzeit am Paläolithikum dienen. Sie umfasst die Menschheitsgeschichte von den Anfängen vor 2 bis 3 Millionen Jahren bis zum Ende der letzten Eiszeit vor etwa 11.600 Jahren. Basierend auf seinen Forschungsergebnissen hat Emil Bächler 1940 sein Konzept vom alpinen Paläolithikum der Öffentlichkeit vorgestellt. Er ist damit schweizweit bekannt worden und hat sogar Weltruhm erlangt. Sein umfassendes Wissen hat sein Naturtalent von der Vermittlung auch bei Vorträgen und Führungen an interessierte Gesellschaften zur Geltung gebracht. Er hat die Gabe, die Erkenntnisse von seiner Forschung auch einer breiten Öffentlichkeit eingängig zu erklären. Der Emil Bächler war Mitbegründer der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte und seit 1932 auch gewähltes Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina. 1938 hat ihn der Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung zum Ehrenmitglied ernannt. Als Vorstandsmitglied vom Schweizerischen Bund für Naturschutz ist Emil Bächler 1911 maßgeblich an der Wiederansiedelung des Steinbocks in den Schweizer Alpen beteiligt gewesen. Mit Gleichgesinnten sind von italienischen Wilderern 3 Steinböck-Kids gekauft und im Wildpark Peter und Paul per Hand aufgezogen worden. Später sind auf dem illegalen Weg weitere Tiere dazugekommen. Unter grossem Aufwand durften dann die jungen Tiere legal ausgewildert werden. Der Bundesrat Etter hat sich persönlich für einen unermüdlichen Einsatz und das Bestreben zur Erhaltung des Schönen und der Schweizer Landschaft bedankt. 1917 ist Emil Bächler für seine hervorragenden Verdienste für die Naturforschung in der Ostschweiz mit dem Ehrendoktor von der Universität Zürich ausgezeichnet worden. In seinen letzten Lebensjahren hat er eine Biografie von Friedrich von Tschudi verfasst. Der Friedrich von Tschudi war ein Geistlicher, Staatsmann und Schriftsteller. Er war bekannt für seine Arbeiten über die Tierwelt der Alpen. Der Emil Bächler ist seiner Heimatgemeinde Kreuzlingen bis zum Tod verbunden geblieben. Er ist am 14. März 1950 in St. Gallen verstorben. Im Studio begrüße ich jetzt den Herr Arnold Bächler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Das Foto, das wir hier auf dem Bildschirm sehen, das zeigt euch als kleiner Bub, ihr sitzt neben eurem Grossvater, ihr seid nämlich der Enkel von Emil Bächler. Ich bin einer von 4 Enkeln, aber der einzige, der noch seinen Familiennamen trägt. Und darum werde ich immer wieder nach ihm gefragt, sei es, dass es um Steinböcke oder um Höhlenbären geht. Ich bin häufig verlegen, denn als Kinderarzt bin ich eigentlich nicht Spezialist für Höhlenbären und Urgeschichte. Aber trotzdem werde ich immer wieder gefragt. Habt ihr direkte Erinnerungen an euren Grossvater? Eigentlich zeigen die Fotos sehr gut die Situation. Ich war nämlich etwa 4-jährig, wo er im Alter von 82 in 1950 gestorben ist. Also meine direkten Erinnerungen sind also eher ein bisschen mager. Wenn ihr das Bild nochmal anschauen möchtet, dann sieht man das nämlich im Museum Roseneck in Kreuzlingen. Ist das wunderschön ausgestellt. Und ihr habt auch noch einen Skizzenblock mitgebracht, den man euren Grossvater sieht. Emil Bächler hatte einen Schwiegersohn, den Gunter Böhmer, einen bedeutenden deutschen Illustrator. Und der hat an der Weihnacht 1945 hat er
Besuch gemacht bei seinen Schwiegereltern und da sind ein paar wunderbare Zeichnungen entstanden. Diese Zeichnung hier zeigt eigentlich genau da, wie ich meinen Großvater in Erinnerung habe. Ein liebenswürdiger alter Mann mit seinem Hausrock sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch. Der Schreibtisch ist überfüllt mit Notizzetteln und Manuskript. Und vor allem im Hintergrund türmen sich Bücher gestellt bis an die Decke rauf. Er hat eine bedeutende Privatbibliothek mit viel tausend Bänden. Und was mir als Bub besonders in Erinnerung geblieben ist, oben, ganz oben auf so einem Gestell, war ein ausgestopfter Uhu mit ausbreiteten Flügeln und so bedrohlich gelben Glasaugen. Hat er von oben ab den kleinen drei Käse hoch angeschaut, wo da in die geleerte Stube eingedrungen ist. Das war sicher sehr eindrücklich für euch, zu sehen, als kleiner Bub, alle die Gegenstände und ich denke, ich habe den Teil des Lebens von meinem Grossvater erlebt, der dann mehr im Studierzimmer stattgefunden hat. Wir reden nachher wahrscheinlich noch darüber, dass er sehr viel unterwegs war, Exkursionen gemacht hat und ziemlich abenteuerliche Begegnungen von hochalpinen Höhlen. Absolut, das ist so spannend. Höhlenforschung ist eigentlich recht eine wissenschaftliche, eine recht sportliche Wissenschaft. Das glaube ich. Ihr habt auch eine Autobiografie mitgebracht von eurem Grossvater. Hat er sein Leben aufgeschrieben? Dürfen wir mal da drin schauen? Ja, jawohl. Was hier eigentlich auffällt, ist, wie sorgfältig das eingebunden ist. Als Lehrer hat er auch Kartonageunterricht gegeben und hat gewusst, wie man ein Buch einfasst. Da hat er seine Autobiografie geschrieben. Er schreibt von Emil Bächler die Autobiografie von 1868 bis 1900 pünktlich, weil er noch nicht genau weiss, wenn er stirbt. Er hat dann noch nach dem Schreiben von dieser Autobiografie, wir lesen mal noch ein paar Sätze vor am Schluss, beim Abfassen von dieser Autobiografie hat er eigentlich alle seine Verdienste zusammengezählt. Wir haben ja im Einspieler gesehen, er hat eine wunderschöne Schrift gehabt und das sieht man jetzt in dieser Autobiografie auch wieder sehr schön abzeichnet, abgebildet. Werdet ihr immer noch gefragt nach eurem Grossvater? Ja, unglaublicherweise ja, obwohl es jetzt bald 75 Jahre her sind, dass er gestorben ist. Allein im letzten Quartal hatte ich drei Anfragen gehabt. Eine von einem Historiker aus Chur, der will einen Vortrag machen über die Wiedereinbürgerung vom Steinbock in der Schweizer Alpen, schließt das Bündner Wappentier. Dann ein sehr interessanter Besuch von drei Archäologen, die gefunden haben, sie möchten, und da darf ich sie begleiten, im Archiv vom Naturmuseum nachschauen, ob es nicht noch Sachen hat, die übersehen worden sind. Und das sind jetzt tatsächlich, ist da etwas ganz Spannendes in der akribisch aufgeschaffenen Fund von einst, ist da Knochenblättchen. Sie sehen da die Türbohrung. Und für die Archäologen, die vorbeikommen sind, namentlich für den Peter Baumann, ist das absolut klar von Menschenhand gemacht. Ja. Gefunden worden ist das irgendwo in einer Bodenschicht, die der letzten Zwischendienstzeit entspricht. Das müsste also ein Artefakt sein, das irgendwo 30, 40 oder 50.000 Jahre alt ist. Unglaublich. Deutet als ein Amulett. Und ja. Etwas Zweites, das wäre eigentlich bei der erste Beurteilung des Fund wäre da durch die Latte gegangen. Das ist jetzt vor ein paar Wochen wieder entdeckt worden. Brandaktuell, kann man sagen. Hat übrigens Anlass gegeben zu einem Comic, den ich Ihnen am Schluss noch zeige. Oh, da bin ich dann gespannt. Ja. Dann etwas Zweites, was die Archäologen interessiert, hat man allenfalls Schnittspuren auf dem Knochen übersehen. Und tatsächlich, sie sind fündig geworden, hat an vielen Teilen von Schädelknochen, aber auch von Langknochen, hat man Schnitt Stellen gefunden. Wahrscheinlich entstanden, wo die Neandertaler bei diesen Höhlenbären den Bärenschinken abgelöst haben. Und dann habe ich noch einen dritten Besuch bekommen, nämlich von Ihnen und von der Frau Hofstetter, die möchte eine Biografie-Sendung über Emil Bächler veranstalten. Ihr habt hier am St. Gauer Stadtarchiv dürfen sehr wichtige Dokumente über euren Grossvater abgeben.
Jawohl, da erinnere ich mich gut. Ich bin dann, nachdem mein Vater, der Vorgeschichte noch viel verstanden hat, gestorben ist, bin ich dann plötzlich vor Gestell und Kästen voll Material gewesen, Manuskript, Briefwechsel mit Gelehrten und bin ständig danach gefragt worden und einfach nicht kompetent, das ganze Konvolut zu überblicken. Und dann habe ich das kurzerhand verpackt und die etwa 45 grossen Zügelkisten ins Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen geliefert. Seither habe ich es wunderbar. Ich kann sagen, wenn jemand eine Frage zu mir Bächler hat, gehen Sie dort schauen. Aber eben, es gibt wirklich immer noch wieder Leute, die anrufen. Und auch, ihr seid ja Kinderarzt, wie ihr erwähnt habt. Auch in der Praxis haben die Leute immer angerufen und nach eurem Grossvater gefragt. Ja, erstaunlicherweise ja. Wie kann man sich die wissenschaftliche Welt vorstellen, wo der Emil Bächler gewirkt hat drinnen? Ja, die ist so. Als Bub habe ich immer gefunden, ich habe einen Grossvater, der war Universalgelehrter, hat über Botanik und Zoologie, über Mineralogie und über Volkskunde und über weiss ich was reden. Aber er war gar nicht so eine solitäre Figur. Ernst Scheidegger hat ein interessantes Buch vor 2 Jahren geschrieben mit dem Titel «La petite science». Und mit dem hat er einen Modus von Naturforschung am Übergang vom 19. bis 20. Jahrhundert dargestellt, wo in der deutschen Schweiz in allen Nicht-Universitätsstädten eigentlich stattgefunden hat. Da hat es einen Lokalguru, einen Gralshüter von den Naturwissenschaften gegeben, wo in Personalunion alles gemacht hat. Der war Leiter vom örtlichen Natur- oder Heimatmuseum. Zweitens war er Präsident der lokalen Sektion der Naturforschenden Gesellschaft. Und drittens hat er noch der Kantonsschule Naturkundeunterricht gegeben. Alle diese 3 Sachen würden von Emil Bächler zutreffen. Wow, ja. Das grosse Anliegen von diesen Lokalgurus, die es gegeben hat in Schaffhausen und in Frauenfeld und in Liestel und in Solothurn und eben auch in der Stadt St. Gallen. Das Hauptanliegen war es, um Natur von der Heimat, alle Naturkörper, Pflanzen, Schmetterlinge, aber auch Gesteine, möglichst vollständig aufzulisten. Es waren eigentlich Sammlungen, die ziemlich wenig Leben hatten. Die Vollständigkeit war ganz im Vordergrund. Und systematisieren, also nach Linne einteilen, jedes Blümchen hat 2 Namen bekommen. Oder? Das war 18. und 19. Jahrhundert. So also die Zeitalter von den Herbarien und von den Mineraliensammlungen. Ja. Ja. Ihr habt dazu auch noch ein Fernrohr mitgebracht. Ja. Man könnte sagen, also, das ist nicht, die Forschung ist nicht im stillen Kämmerlein passiert, oder? Sondern die hatten einen unglaublichen Furor, um ihr Wissen zu verbreiten. Wir müssen uns vorstellen, dass eine Zeit hat noch kein Fernsehen gegeben, noch kein Radio gegeben, noch kein Wikipedia gegeben. Man ist auf die Interpretation von diesen Leuten angewiesen gsi. Und es war auch eine spannende Zeit, die eine richtige breite Wirkung hatte. Die Freude an der Natur. In vielen Familien hat man Herbarien angelegt, hat Schmetterlinge gefangen und betäubt und aufgespießt und Käfersammlungen gemacht und Mineraliensammlungen. Man könnte sagen, es waren Jahrzehnte von der Botanisierbüchse und des Schmetterlingsnetz und von den Fernrohren. Oh. Wenn ich hier habe, schön versorgt in dem Lederfutteral, ist das Fernrohr, das persönliche Fernrohr vom berühmten Friedrich von Tschudi, Naturforscher, Autor vom Buch «Das Tierleben der Alpenwelt», 1870 das erste Mal rausgekommen, hat 11 Auflagen erlebt, ist übersetzt worden auf Englisch, Spanisch, Französisch. Und der Friedrich von Tschudi hat übrigens Theologie studiert und nicht Zoologie und hat seinen Bestseller geschrieben und die letzten Auflagen sind noch nach seinem Tod rausgekommen. Oh. Und der Friedrich von Tschudi, wenn er hätte wollen Gemsen schauen, den hat er da, das Fernrohr da. Der Friedrich von Tschudi war auch eine wichtige Person für euren Grossvater. Also, euer Grossvater hat ja auch eine Biografie über ihn geschrieben. Jawohl, hat sein letztes Buch, irgendeine 400-seitige Biografie, hat er über den Friedrich von Tschudi geschrieben. Das war für ihn ein ganz grosses Vorbild. Ja.
Die neu erwachte Naturliebe, die ihr erwähnt, hat das einen Zusammenhang mit der politischen Situation in der Schweiz? Ich denke, ziemlich ausgeprägt. Ist es für die Politik wichtig gewesen, der ganze Alpenmythos ist irgendwie so, heute könnte man fast sagen, eine Corporate Identity gewesen für den noch jungen Bundesstaat. Ist auch lustig, zum 70. Geburtstag hat Emil Bächler, der Bundesrat Etter, Gratulationsblatt geschrieben. Wow. Seine Schrift zur Wiedereinbürgerung des Steinbocks in den Schweizer Alpen hat er stolz der Bundeskanzlei geschickt und hat vom Herrn Bundespräsident und vom Departementschef vom Inneren postwendenden Brief bekommen. Sie werden mit grossem Interesse das Buch lesen. Gelesen haben sie es wahrscheinlich nie, aber die Wiedereinbürgerung vom Steinbock ist auch ein Teil von der neu erwachenden Identitätsgefühl vom Bundesstaat. Wow. Ich könnte mir vorstellen, dass ein später Ausläufer von dem auch noch war, der ganze Redwig-Gedanke im Zweiten Weltkrieg. Ja. Da ist ein innerer Zusammenhang. Und es war auch so, gewesen, dass der Alpentourismus ja aufkam und man hätte da auch jeden Berg abgezeichnet. Ja, ja, also, das ist die Zeit, wo der Schweizerische Alpenclub SAC gegründet worden ist. Der SAC hat eine Hochblüte erlebt. Der Schweizerische Bund für Naturschutz ist gegründet worden. Der Schweizerische Nationalpark Anfang des 20. Jahrhunderts ist eröffnet worden. Und die Leute sind in den Berg gegangen, oder? Da ist man noch nicht so auf die Malediven gedacht. Und ihr habt dazu, von jedem Höger oben runter ist irgendein begabter Zeichner, das Panorama zeichnen. Eines der berühmtesten ist das vom grossen Schweizer Geologen Albert Heim, Panorama vom Senti. Der hat er höchstpersönlich nicht nur gezeichnet, sondern auch lithografiert. Oh. Und ich kann nicht kann das ganz... Probieren mal das zu zeigen. Da vorne übrigens Ex Libris von Emil Bächler. Ja. Von der Martha Kunz sind zwei Farbenholzschnitte. Oh. Und jetzt schauen wir mal hier durch, wie das aussieht. Das ist ein unglaubliches Werk, so ein Panorama. Oh. Es hört nicht mehr auf. Ist unglaublich. Also 360 Grad, alles, was man vom Senti so oben runter kann sehen. Das ist aber nicht nur gerade das, sondern es gibt, glaube ich, keinen Schweizer Höger, der nicht in diesen Jahren ein Panorama entstanden ist. Ausdruck von der Heimatliebe. Ja. Könnt ihr uns ein paar Meilensteine vom Leben von Emil Bächler herauspicken? Jawohl. Wenn wir den Stammbau der Bächler aus Kreuzlingen anschauen, dann heisst es an verschiedenen Orten mit einem Sternchen bezeichnet Schulmeister. Also hat in der Aszendenz hat es ganzen Haufen Lehrer. Der Vater von Emil Bächler war Lehrer, leider sehr früh verstorben. Mit seiner verwitweten Frau und drei weiteren Geschwistern sind sie von Frauenfeld nach dem Tod vom Vater auf Kreuzlingen gezogen. Und für den Emil hat nur ein Wunsch gehabt, wollen Lehrer werden, oder? Schon ganz früh. Er hatte aber einen Vormund, der dachte, solltest du zuerst etwas lernen, wo du auch die Familie kannst ernähren damit. Mach du eine kaufmännische Lehre. Dann hat er eigentlich Contergeur kaufmännische Lehre gemacht, hat die mit Bestnoten abgeschlossen, hat dann Vormund gezeigt und gesagt, so, und jetzt gehe ich ins Seminar. Hätte müssen noch ein bisschen nacharbeiten und die Aufnahmeprüfung bestanden und das Lehrerseminar, so hat es hier noch geheissen, zu Kreuzlingen, war für ihn ganz ein wichtiger Punkt im Leben. Noch als alter Mann hat er scheinbar geschwärmt von seinen Lehrern, die seine Begabung und seine Sprachgewandtheit entdeckt und gefördert haben. Übrigens ist er schon als Student am Semi beauftragt worden, die meteorologische Station Kreuzlingen zu betreuen, die unter der Obhut der Meteorologischen Zentralanstalt Zürich war. Klimatologie hat ihn ein Leben lang interessiert. Nach dem Seminar hat er eine Lehrstelle angetreten in Oberwangen-Dussnang.
Gesamtklasse, wo sie irgendwo erste bis sechste Klasse im gleichen Schulzimmer sind. Er hat am Sonntag in der Kirche Orgel gespielt und den evangelischen Kirchenchor dirigiert. Bei jener magerer musikalischer Begabung, kann ich mir sagen lassen. Aber er hat offenbar nicht so eine Rolle gespielt. Dafür war er ein begeisternder Lehrer gewesen und hat nicht nur die Schüler, sondern, und das war ganz besonders, gewesen, auch die Lehrer immer wieder auf Exkursionen geführt. Ist dann ein Zapfenland zum Begeisterung für die Lokalnatur zu befeuern. Nach 3 Jahren Lehrer sein, war sein Wissensdurst noch nicht ganz still und hat seine Stelle gekündigt und hat sich eingeschrieben an die Uni Zürich für Naturwissenschaften. Ist seine Karriere weiter so schnurgerad gegangen? Nein, nicht so. Etwa im 6. Semester hat er während einer Exkursion plötzlich einen Zusammenbruch gehabt, gesundheitlichen. Und der Grund war eine schwere, aufkommende, rheumatische Herzmuskelerkrankung. Ja. Monatelang war nicht sicher, ob er sterbe. Er hat es aber überlebt. Und in seiner Rekonvaleszenz hat ihm ein Zürcher Professor, Albert Heim, eine Vikariatsstelle am Naturmuseum St. Gallen eingerichtet. Dort hat er sich mit Begeisterung hinter Botanik gemacht und hat nebenzu an der Kantonsschule St. Gallen Naturkundeunterricht und Schönschreibenunterricht gegeben. Für Schüler aller Abteilungen. Hat es hier noch gegeben? Ja, haben wir gesehen. Vielleicht ja, wären wir heute Schrift, im Rahmen von Pisa wieder froh. Mit Kalligrafie-Lehrer. Ja, hey, es ist eine außergewöhnlich schöne Schrift. Das haben wir auch im Einspiel gesehen, jetzt in der Biografie. An der Uni Zürich hat er tolle Kontakt zu grossartigen Lehrern, Albert Heim, der Grossschweizer Geologe, ist ihm lebenslang freundschaftlich verbunden geblieben. Obwohl 20 Jahre älter als er. Aber das Naturmuseum St. Gallen hat ihn nicht losgelassen? Jawohl, denn er hat eigentlich ursprünglich geplant als eine Zwischenstation. Und da ist dann plötzlich Lebensstation geworden, wo noch 40 Jahre geblieben ist. Denn, wenige Jahre, nachdem er seine Stellvertretung dort angefangen hat, ist der Leiter des Museums, der Professor Bernhard Wartmann, gestorben. Und er hat seine Nachfolge angetreten. Was waren so seine Anliegen als Museumsleiter? Einerseits hat er sicher eine Abkehr gesucht von dieser reinen Sammeltätigkeit. Er wollte die Sache lebendiger gestalten. Er wollte sich auch nicht allein auf Botanik verlegen. Er gefunden, in der Zoologie sollte man mehr tun. Er hat einen guten Strahler angestellt, um die Mineralogie vom Alpstein zu erforschen. Er hat sich auch für die Fossilien interessiert, die im Museum waren. Und hat probiert, die Ausstellung vom Naturmuseum publikumsgerecht zu machen. Das war sehr etwas Neues. So Bioramen angelegt. Dann hat er aus den verschiedenen Schubladen hat er zum Beispiel alles zusammengestellt, was für die Tierwelt vom Alpstein gepasst hat oder für die Tierwelt im Alten Rhein. Dass man so richtige Bioramen hatte. Also auch heute wirkt es natürlich ein bisschen verstaubt und altväterisch, aber damals war das eine grosse Befreiung. Und sind scharfweise sind Väter mit ihren Kindern am Sonntagmorgen ins Naturmuseum gegangen. Und in den Beständen hatte es auch Skelette von Höhlenbären. Und da hat er ganz einen ehrgeizigen Plan gehabt. Wo irgendwo um 1700 ein Eremit im Wilkirchli oben sein Eremitenhäuschen gebaut hat, dort am Fuss der Ebenalp-Felswand, hat er schon in einer geringen Bodentiefe von 40-50 cm beim Ausheben vom Fundament haben sie so merkwürdige Knöchel gefunden. Die sind irgendwo im Naturmuseum St. Gallen gelandet und Emil Bächler war klar, das ist ein Knochen, der zum Höhlenbär gehört. Und sein ehrgeiziger Plan wäre, ich will den ganzen. Noch nie in Europa hat jemand ein vollständiges Skelett von einem Höhlenbär gehabt. Und Emil war ganz zukunftsgewiss und gesagt, den findet man. Hat Grabungslizenz geholt, hat Finanzierung gesichert, hat sich deshalb Otto Köberle, sein Mineralog vom Museum, genommen als Grabungsleiter vor Ort und hat mit dem Escherwirt und noch einer Hilfe von ihm haben sie im Wilkirchli 1903 angefangen zu graben. Und jetzt jagen sich
Jetzt jagen sich die Entdeckungen. Sie haben nicht nur, der hat sich der Wunsch erfüllt von einem vollständigen Höhlenbären-Skelett. Stolz haben sie da in St. Gallen ausgestellt. Der erste auf der Welt der erste, überhaupt. Oder? Weltweit ja, ja. Der erste ganze Höhlenbär-Damu. Also, das ist ja so ein in einer Karriere. So ein Urgeschichtler, vor allem, wenn er dann noch viele Geschichten rundherum macht. Dann ist aber im Februar 1904, nach wenigen Grabungsmonaten, ist etwas ganz Besonderes zum Vorschein gekommen. Nämlich in einer Höhlenbärenschicht, wo man die letzte Zwischendienstzeit inzwischen konnte zuordnen, hat man Steine gefunden, ortsfremd, die nicht können vom Höhlendach runtergeflogen sind. Und die sind an den Kanten bearbeitet gewesen. Am Emil Bächler ist eigentlich auf einen Schlag klar gsi, da hat zur Zeit, wo Höhlenberg gelebt hat, letzte Zwischendienstzeit, hat es da oben im Wilkirchli auch eine menschliche Besiedlung gegeben. Man hat dann sogar Abschläge von diesen Feuersteinen gefunden. Also die Steine sind in der Höhle bearbeitet worden. Also da eine Sensation. Ist, das ist wie ein Lauffeuer. Ja. Nicht nur durch die Schweiz, sondern auch auf Deutschland. Hat in grossen, weiten Kreis ist da als Sensation wahrgenommen werden. Niemand hat in dieser Höhe oben erstens Höhlenbär und zweitens Spuren vom Mensch erwartet, oder? Mit dieser Entdeckung ist die Schweizer Urgeschichte eigentlich um Jahrzehntausende zurückgeguckt. Bisher hat man eigentlich vor allem die Pfahlbauerzeit kennt. Und da sind wir aber mitten in der Altsteinzeit. Bei den Neandertalern, ja. Oder? Also. Vor dem Ersten Weltkrieg hat Emil Bächler dann viel internationale Kontakte gepflegt, ist an die bedeutenden Ausgrabungsorte in Frankreich gegangen, ist sogar bei der Hebung vom Homo Aurignaciensis ist er vom Otto Hauser nach Lesesi gerufen worden. Er hat gesagt, ich will mit dir zusammen den Neandertaler aus dem Boden heben. Also er hat schon sehr früh hat er auch internationale Anerkennung gefunden. Und das ist, kann ich mir vorstellen, sicher ein absoluter Wendepunkt in seinem Leben gewesen, ja. Der Fund. Das schreibt er in seiner Autobiografie. Mir ist es klar gewesen, an dem Tag, wo die Feuersteine gekommen sind im Wilkirchli, da wird meine neue Lebensaufgabe. Ein Haufen andere Projekte, die er hatte, botanischer Art und zoologischer Art, hat er ein bisschen zurückstellen. Er hat gesagt, nur schon die Auswertung von einem einzigen urgeschichtlichen Fundort ist eine Lebensaufgabe. Er hat noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, dass noch zwei andere Ausgrabungen dazukommen, die im Drachenloch, etwa 10 Jahre später, oberhalb von Fettis, auf noch größerer Höhe, 2.500 Meter, und nochmal ein paar Jahre später, das Wildemantlisloch im Toggenburg. Wo das bestätigt haben, seine Recherchen, also, ja. Ja, wo man das nicht noch untermauern konnte. Ja, es sind an allen Orten ist nicht nur Höhlenbär nachgewiesen worden, sondern in der Zeit des Höhlenbär Steinwerkzeuge, eindeutig im Wilkirchli, eindeutig im Wildemantlisloch, im Drachenloch haben sie kein Steinwerk gefunden. Aber sie haben merkwürdige Knochenteil gefunden. Für den Emil Bächler war völlig klar, auch da waren Werkzeuge, sind Knochenwerkzeuge. Ich weiss nicht, haben Sie schon mal etwas in der Hand gehabt, und mit dem Neandertaler? Nein, das habe ich tatsächlich noch nie. Jetzt das einmal zeigen. Und ich habe auch keine Händchen dabei. Schauen Sie mal, wie handlich der Teil von dem Röhrenknochen ist. Man kann sich wirklich vorstellen, dass das gebraucht worden ist vom Neandertaler. Ist sicher ein gutes Darf Gefühl. Ich das mal in die Hände nehmen? Also wie alt ist jetzt so ein Knochen, wenn man sich das... Die in der Nähe gefundene Holzkohle ist mit der Radiokarbon-C14-Methode datiert worden auf älter als 50'000 Jahre. Und das habe ich jetzt hier in der Hand. Es fühlt sich sehr gut in der Hand, sehr handlich. Und eigentlich auch schwer. Und das ist natürlich ein erhabenes Gefühl, wenn man so einen historischen Gegenstand in den Händen hat. Man macht sich die Hände nicht kaputt. Das Nein, ist gar nicht. Schön poliert. Allerdings ist nachzutragen, aber das ist nicht meine Aufgabe heute Abend, dass die moderne Archäologie an diesen Knochenwerkzeugen kein Vater mehr gut findet. Ah ja. Also wir sind eh noch die Meinung, das ist irgendwie geologische Einwirkungen auf die Höhlenbärknochen. Das waren nie Werkzeuge.
Aber bei diesem Knochendurchmesser sieht man genau, dass das so zugespitzt ist. Also ich würde vorschlagen, wir schauen noch in Original, also in ein Originaldokument von ihm Grossvater inne, von Emil Bächler, wo er schildert, wie, was er für Funde gemacht hat. Und auf einmal kommen da nebst den Bärenknochen und den Steinen kommen da auf einmal Steine von ganz anderen Farben, von anderen Beschaffenheit führen. Die sind rot und braun und grau und grün. Also ganz anders als die Steine, die in der Höhle überhaupt vorkommen. Wir haben es dann untersucht und gesehen, das sind ja ganz harte Quarzit, so wie Feuersteine, die wir einmal als Buben benutzt haben, zum Feuerschlagen. Und wir haben dann gesucht und haben massenhaft gefunden. Wir haben dann hauptsächlich auch noch Knochenwerke gefunden, das ist uns sehr wertvoll gewesen. Denn wir haben da die ersten, ältesten Werkzeuge gefunden, die der Mensch gebraucht hat, wenn er Bärenhaut abgenommen hat mit dem Steinwerkzeug. Und so hat er dann diese Quarzit erstens benutzt zum Schaben und allem Möglichen und hat ihr Knochenwerkzeug gebraucht, um seine Kleidung herzurichten. Das ist also das erste Mal, dass man so etwas gefunden hat. Und man hat sich auch um die Frage gekümmert, wie alt das sei, und hat gefunden, dass das in die letzte Zwischenzeit hineingehöre. Also alt, ganz uralt sein. Das ist eindrücklich, dass man euren Grossvater hört im Originalton und dass man auch Steine sieht, dieser Art, also wo er Bezug nimmt, die zwar nicht Originalstücke sind, aber dieser Art. Der Name Emil Bächler wird aber nicht nur mit Höhlenbären in Verbindung gebracht und mit Werkzeug, sondern auch mit dem Alpensteinbock. Wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich ist der Alpensteinbock nebst der Höhlenforschung etwas, das Emil Bächler während Jahrzehnten beschäftigt hat. Ich würde sagen, so im 16., 17. Jahrhundert ist der Steinbock aus den Schweizer Alpen verschwunden. Vor allem hier, wo Schusswaffen aufgekommen sind, ist es am Steinbock an Kragen gegangen. Mhm. Und um 1700 ist dann praktisch der letzte Steinbock aus den Schweizer Alpen verschwunden. Gehalten hat er sich aber in der Sagenwelt, gehalten hat er sich in vielen Wappen und auf Bannern. Der Kanton Graubünden ist das herausragende Beispiel. Aber insgesamt sind es in der Schweiz mehr als 50 Gemeinden, die den Steinbock irgendwo in ihrem Wappen verewigt haben. Dann kommt im Verlauf des 19. Jahrhunderts Nostalgie auf, nach, nicht nur nach den Alpen, sondern auch nach den Alpentieren und insbesondere nach dem Steinbock. Es hat eine ganze Serie von Versuchen gegeben, um die allerletzten Steinböcke, die noch im Austertal überlebt haben, dort eine kleine Räuberte zu veranstalten, kleine Böcke zu holen und geissen und probieren, die jetzt zu züchten und auszuwildern. Und da ist ein Wiedereinbürgerungs- und Auswilderungsversuch ist gescheitert. Da haben drei St. Galler, der Robert Mader, der Tiertanner und Emil Bächler sehr aufmerksam verfolgt und haben gedacht, das machen wir besser. Sie haben einen Wildpark angelegt, noch ohne Steinböcke, mit Hirsch und Murmeltier und Wildsauen, aber der Steinbock hat gefehlt. Ein Zürcher Bildhauer, der Urs Heggenschwiler, haben sie angestellt, um mitten in der Kuhwiese wunderbare Felsen aufzubauen, aufs Beton, und haben wunderbar gefühlt wie irgendwo in den Hochalpen. Nur der Steinbock hat gefehlt. 1903 war es dann endlich so weit gewesen, dass ein Wilderer aus dem Aostatal in einem ausgehöhlten Heuwagen in Martigny ein Bärli abgegeben hat von jungen Steinböckli, Männli und ein Weibli. Und mit diesen beiden ist im Wildpark Peter und Paul oben die Zucht losgegangen. Die Felsen sind parat gestanden. Die jungen Tiere sind mit dem Mammeli aufgezogen worden vom Parkwärter. Und das war der Anfang von der erfolgreichen Zucht und etwa 6 Jahre später wieder Aussetzung von Steinbock in den Schweizer Alpen. Mit der Aussetzung, das ist gerade ganz ein gutes Stichwort, weil wir schauen jetzt gerade auch in ein sehr
eindrückliches Originaldokument in einen Film, wie man die Stehböcke hat ausgesetzt. Und da sieht man auch noch den Herr Emil Bächler auf dem Bild. Und der Emil Bächler, wir haben sie im Beispiel auch gesehen, ist ja auch verdankt worden vom Bundesrat Detter, der hat es auch schon erwähnt, für das Arbeiten in diesem Zusammenhang. Und da schlage ich vor, schauen wir gerade in diesen Film hinein. Ihr habt ja die Lehrerdynastie angesprochen und die Lehrergene, die vertreten waren beim Emil Bächler. Wie hat sich das geäussert? Ich denke, da wären zwei Orte, wo die Lehrergene zum Durchbruch gekommen sind. Einerseits bei der schriftstellerischen Arbeit und beim schriftlichen und andererseits beim mündlichen. Ich denke, an beiden Orten gibt es eine hochwissenschaftliche Ebene, oder? Also, Arbeiten schreibt für ein Fachpublikum und andererseits immer auch seine Forschungsergebnisse so vermittelt, dass populärwissenschaftlich ankommt bei den Leuten in der breiten Bevölkerung. Ich denke, es war beides wichtig. Und er hat 2000 Vorträge gehalten, habe ich auch gelesen. Also ich denke, von den Publikationen müssen wir hier nicht reden. Das war eine fast unüberblickbare Liste von Sachen, die er geschrieben hat. Aber sein mündliches Engagement, um sein Wissen und Naturfreude unter die Leute zu bringen, ist in die Tausende gegangen. Das heisst, mehr als 2000 Vorträge, die er gehalten hat, Exkursionen gemacht, Museumsführungen. Das war für ihn sehr wichtig, weil er mit dem nicht nur die Freude an der Natur geweckt hat, sondern auch am Naturschutzgedanken unter die Arme geholfen hat. Am Ende von seinem Leben, was würdet ihr sagen, waren die wichtigsten Entdeckungen für Emil Bächler? Im Moment, das waren zwei. Erstens die Koinzidenz von drei Höhlen, die an allen drei Orten Höhlenberg gefunden worden ist, an zwei Steinwerkzeugen, bei allen Knochenwerkzeugen. Nach der Interpretation von Emil Bächler und an zwei Orten Holzkohleherd, ist für ihn eigentlich gegen die Hypothesen aufzustellen, dass eine eigentliche urgeschichtliche Zeit das alpine Paläolithikum der Schweiz ist. Das ist ein monumentales Buch, das er in den 1940 herausgegeben hat. Das ist das eine, dass er den Eindruck hat, er hat eine urgeschichtliche Zeit definiert. Das wird heute von der modernen Archäologie in Bausch und Bodden abgelehnt. Das Zweite aber, und ich glaube, das ist das eigentliche Kernstück von dem, was Emil Bächler weiter wichtig war. Er hat in der Drachenlochhöhle
Und auch im Wildenmannsloch, aber vor allem im Drachenloch, hat der Schädel in merkwürdiger Positionierung gefunden, wo er gesagt hat, das kann nicht die Natur gemacht haben, da muss der Mensch diese Schädel so positioniert haben, mit Steinplatten eingehackt, mit einer grossen Steinplatte abdeckt. Das kann nur etwas sein, Hinweis auf einen Bärenjägerkult. Ich glaube, das war für ihn ganz zentral. Das sagt er uns auch in seiner Biografie, die wir vorhin angeschaut haben miteinander. Da lesen wir nämlich, wir hatten es mit dem ältesten Opferkultus in der menschlichen Urgeschichte zu tun. Das ist eines der schönsten Forschungsergebnisse, weil es uns bereits einen Einblick tun lässt in das beginnende Geistesleben des altsteinzeitlichen Menschen, dem man bis jetzt meist nur tierhafte Eigenschaften zur Erhaltung seines Lebens beimaß. Die erste Gottesahnung ist zeitlich zusammenfallend mit der Herstellung des ältesten Stein- und Knochenwerkzeuges. Also mit dem Erwachen von der Menschheit auch schon eine Jenseitsahnung. Da ist im Glauben sein grösstes Anliegen. Wird auch heute von den Archäologen der Modernen mehrheitlich abgelehnt, wenn auch die Idee oder die Hypothese vom Bärenjägerkult durchaus an einem anderen Fundort gewisse Bestätigungen findet. Und bei einem Hobbyarchäologen, bei Beat Meister, so viel Begeisterung weckt, dass er gefunden hat, ich mach einen Comic. Vor wenigen Wochen ist der rausgekommen, der Comic mit dem Titel «Drachenloch, der Bärenkult der Neandertaler». Da ist das Neandertaler-Leben erwacht. Da. Also alle, die auf die Weihnacht herren ihren Enkel noch etwas schenken wollen, das Drachenlochbuch. Da sieht man die Errungenschaften von Emil Bächler, die leben weiter und die sind sehr aktuell. Und in eurer Familie gibt es eine Anekdote. Und zwar hat eure Mutter Emil Bächler Zigaretten zugehalten. Und er hat ihr gesagt, weisst, über mich wird man noch reden, wenn ich schon lange verstorben bin. Und wenn man euch gehört hat und auch dank euch, kann man sagen, wie recht er gehabt hat. Herr Arnold Bächler, ich danke euch vielmals für euren Besuch im Studio. Danke Ihnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und euch danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich bei euch mit der 7. Folge der Reihe «Kreuzlinger Persönlichkeiten».